Also wenn jemand zu mir sagt, du bist Fotograf, dann habe ich immer das Gefühl, das ist nur die Hälfte der Wahrheit, weil ich eigentlich nicht als Fotograf angefangen habe, weil das nicht mein Ziel war, mich im fotografischen Feld zu bewegen, sondern mich interessiert, mich im Feld der Kunst zu bewegen. Inzwischen habe ich mich dann gewöhnt, auch zu sagen, ich bin Fotograf, und irgendwie bin ich damit einverstanden. Also im Grunde genommen ist das wie so ein Theaterstück, komprimiert in einen Eindruck. Das meinetwegen, wie die Schauspieler in einem Stück verschiedene Gewichtungen haben. Da gibt es die Hauptrolle, die Nebenrolle, da gibt es das Bühnenbild, in dem das Ganze stattfindet. Wir kommen ja aus einem Land, sagen wir mal, was mit Propaganda und Fotografie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und darum hat mich immer fasziniert zu denken, ja, wie ist meine Intention, also was ist meine Absicht und was stellt sich im Bild dar und was ist quasi, wie ist die Gefühlswelt des Bildes und wie ist das Bild selbst und wie ist der Gegenstand und natürlich, wie soll der Betrachter das Ganze aufnehmen, und das ist so dieses Quadrat, diese vier Elemente, zwischen denen sich das abspielt, und das muss dem Autor irgendwie klar sein oder es muss durchdacht sein, und dann haben wir quasi eine bewusste Reflexion darüber. Wir sehen hier eine Szenerie aus dem Aquarium in Atlanta. Das ist ein künstliches Riff, was hinter einer großen Glaswand steht, die sich nach oben hin wölbt. Und das Eigenartige ist, dass der Vordergrund quasi so eine Art Trottoirbepflasterung ist. Und ich fand das wie eine verführerische Zukunftsvision. Es gibt eine gewisse Verknüpfung zwischen diesen Bildern, der aus Wissenschaft und Technik und den Straßenbildern, die ich früher ganz lange gemacht habe, dass die Menschenlehre der Szenerie eben damit zu tun hat, dass es um das geht, was kreiert, was gemacht wurde. Und ich sehe natürlich da Dinge drin, weil ich kein Spezialist bin, an skulpturaler Qualität, und mein Vorteil ist die Distanz. Ich interessiere mich eigentlich auch immer sehr für die sogenannten hässlichen Ecken. Weil die hässlichen Ecken eigentlich etwas sind, was mit dem viele Menschen zu tun haben. Aber die werden ja sozusagen in der Kunst normalerweise nicht nochmal hervorgeholt und werden nicht nochmal als Thema vorgeführt. Aber wenn Dinge als Thema vorgeführt werden, dann gibt es eben die Chance, darüber nochmal neu nachzudenken.